Kinderinnen außen, willkommen zurück bei einer Wir verarschen Pathologen und Augenärzte Folge Danu. Oh, wenn ich den schon lese, ne, der wird mir echt schwindelig, so, meine Güte. Okay, wir waren irgendwo, genau, wir waren bei richtig, Tom G. Machen wir jetzt erstmal durchdingsen, damit wir nicht so Stress haben, weil wir hatten beim letzten Mal so ruckartig ausgemacht, weil Inka dann kam. Okay, das ist erstmal eine Untereinander-Unterhaltung. Sprecht euch aus, Kinder. Toi, toi, toi. Danu hat viel zu erzählen. Tja. Oh, Alter, ja. Dürfen wir vielleicht auch mal was sagen? Ja, hat man das schon mal erlebt, dass man irgendwie so einen Dialog geführt hat die ganze Zeit, dass man nicht irgendwie dazwischen reden konnte? So, Danu ist schon mal offline. Darf ich jetzt auch was sagen? Danke. Nee. Der Hipster muss erstmal noch sabbeln. So. Oh Gott. Da unsere Vorstellungsrunde vorhin unterbrochen wurde und wir jetzt etwas Zeit haben, dachte ich mir, stelle ich mich auch noch persönlich bei unserem neuen Kennenlernen vor. Also, ich heiße Jenny, aber das weißt du ja schon, und ich bin ein kleiner Film-Junkie, obwohl ich inzwischen fast ein größeres Fable für Serien habe. Und, bei uns in der Film-AG bin ich unter anderem für die Storys verantwortlich. Und mein Traum wäre es, einmal das Drehbuch für eine neue Serie schreiben zu dürfen. Am besten irgendwas à la Blacklist, meine absolute Lieblingsserie. Kennst du die Serie? Serie? Ach, lass uns mal wieder in den Chat wechseln. Okay. Ja, ich darf was sagen. So, jetzt gehen wir los. So. Jo, richtig so, Tom G. Gib ihn ruhig Konter. Das sind mir ja die Liebsten. Gerade nämlich auch keinen Plan gehabt. Und jetzt motzen, jo. Hättest du eine bessere Idee gehabt? Hallo, so spontan nicht. Dann nur wäre einfach zu ihr hin und hätte sie lieb gefragt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß, niemand kann meinen Charme widerstehen. Ach. Jetzt bringst du mich auf eine Idee, Lilly. Ich weiß jetzt, wie ich die Pathologin dazu bringe, uns alles zu erzählen. Gib mir mal ein paar Minuten. Was hast du vor? Erfahrt ihr gleich, Mäuschen. Jo, das kann ja was werden. Danke für die Vorstellungsvideo. Du schreibst Drehbücher? Wow. Jo, Blacklist kenne ich. Nö. Doch, habe ich was gehört? Nie geguckt. Interessiert mich nicht. Weiß ich nicht. Ich guck andere Serien halt. Punisher, Stranger Things. Jenny, Alisa und ich suchten sie immer zusammen. Wenn das alles vorbei ist, musst du diese mal reinziehen. Unbedingt, ja? Hoffentlich kommt bald die neue Staffel. Naja. Hoffen wir lieber, dass der ganze Schrecken hier bald vorbei ist. Fand es nur wichtig, mich einfach mal richtig bei Tom G vorzustellen. So mal gehört sich das ja auch. Apropos, fehlt nur noch ihr, Danu, Ben und Betty. Bin mal gespannt, ob Betty genauso redet. Yo, ich hab mich schon vorgestellt, yo. Halt nur ohne Video. Ich weiß nicht, Darling. Ich melde mich nachher mal im Einzelchat bei dir, Tom G. Ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Spannend, euch alle mal live zu sehen. Freue mich nachher von dir zu hören. Kein Problem, Betty. Hi. Na gut, jetzt fühle ich mich ein wenig inspiriert. Und wollte mich auch mal eben kurz vor der Kamera zeigen, damit ihr auch mal einen schicken Mann seht. Ich bin der Ben und ich bin sowas wie der Anführer hier. Schön, dich kennenzulernen. Okay, hallo Ben. Der Anführer. Die Wahl, in der du zum Anführer wurdest, habe ich wohl verpasst. Solange ich für dich immer die erste Wahl bin, yo. Spinner.
Ich glaube, eher Caro ist hier die Anführerin. Ihr seid genial. Ich fühle, jetzt fühle ich mich wirklich willkommen und geheißen. Ach nee, lass mal. Leute, wollten wir nicht wieder etwas ernster werden? Was ist eigentlich mit Danu? Stimmt, er lässt sich ganz schön auf sich warten. Mag einer von euch ihn kurz anrufen? Mal nachfragen, ob alles okay ist und wie lange er noch braucht, Darling. Da bin ich raus, yo, Caro. Du vielleicht. Keine Chance. Ihr wisst doch, wie er ist, wenn man ihn stresst. Ihr wisst doch, wie er ist, wenn man ihn stresst. Ihr wisst doch. Wie wär's, Tomschi, ruf du ihn doch an, frag, wo er so lange bleibt. Ja, genau, ich rufe ihn, mein bester Freund. Ja, dich hatte doch eh auf dem Kicker. Okay, sorry, aber das kann schön einer von euch machen. Dann lass uns noch ein paar Minuten warten, okay? Okay, yo. Aber irgendwie schade. Wer weiß, was Spannendes passiert wäre. Nix sagen. Ich will ihn nicht anrufen. Da kannst du Premium kommen noch ein Löcher. Nein, mach ich nicht. Huch, dann nur ist nur online, zum Glück. Ja, er ruft mich ja schon an. So, da bin ich wieder. Meine Schauspielkünste zusammen mit diesem Kostüm. Da hält er mich doch 100 Pro für einen Kommissar. Und das i-Tüpfelchen in der ganzen Sache. Ich bin total fuschig. Ist doch perfekt. Oh, total. Tut mir leid, ich bin abgeleckt von diesem süßen Boy da drüben. Oh. Verstehe ich das richtig, yo? Du willst dich als Kommissar ausgeben, um so Infos von Dr. Bennett zu bekommen? Warum denn nicht? Kennst du YMCA? Daran habe ich auch schon gedacht. Ich wollte bloß nicht in die Richtung gehen. Ich glaube schon, dass es klappen könnte. Ja, stimmt. Ja, in die Richtung. Ich dachte auch an so einen 80er-Jahre-Motorrad-Cop. So, hallo. Was macht ihr denn da fürchterliches? Hey. Ohne Witz, yo. Die Idee an sich finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Aber dieses billige Karnevalkostüm? Ehrlich, yo. Erstens ist das kein Karnevalkostüm. Und zweitens hatte ich damit schon einen recht erfolgreichen Komparsenauftritt. So, meine Güte. Komparsenauftritt. Tom sieht Komparsenauftritt. Ist klar, yo. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht, liegt bei 95%. Denke eher 99,5. Aber wenn du es unbedingt probieren willst, dann zieh dir einfach einen Anzug an. Oder sowas. Das tut es doch auch. Ja, echt, mach mal auf Detectives hier so. Und vor allem lass diesen angeklebten Bart weg, du Trottel. Oh Mann, wie einfallslos, bitte. Außerdem war das mit dem Bart nur Spaß, echt. Oh, dass ihr das nicht versteht, war klar. Aber okay, ja, dann wartet mal kurz. Hi, Tomji. Venus van Damme schreibt mir. Hi, Tomji. Tut mir leid, dass ich vorhin so arschig war. Tja, das werde ich dir aber auch nicht verzeihen, Baby. Oh, und jetzt entschuldige bitte meine Ausdrucksweise. Gibt's was Neues? Schon gut. Alter! Wenn man so 26 Mal auf das Display drauf tippt, ne?
Dutch Green. Wie versprochen möchte ich mich auch kurz persönlich bei dir vorstellen. Da wir jetzt wohl länger zusammenarbeiten, ist es nur fair, wenn du mich ein wenig besser kennenlernst, Darling. Ich rufe dich kurz an. Versprochen. Hi. Also, was gibt es über mich zu sagen? Dass du eine Zuckerschnute bist? Und ja, für mich sind Filme nicht nur ein Hobby. Für mich sind sie Medizin, Kunst und Liebe in einem. Wir reden aber noch über Filme, ne? Spielfilme, oder? Du wissen, dass meine Mama vor einigen Jahren gestorben ist. Oh Mann, gar nicht so einfach darüber zu sprechen. Mein Vater hat sich nach Mamas Tod verändert. Er ist seitdem so, ich weiß nicht, so kalt zu mir. Manchmal habe ich das Gefühl, er gibt mir die Schuld an allem. Er hat mich mit all meinem Schmerz allein gelassen. Meine Mama hat Filme geliebt, vor allem die Klassiker von Hitchcock. Und sie war ein großer Fan von Bogart. Also habe ich mich jeden Abend nach ihrem Tod in meinem Zimmer eingesperrt und habe Mamas DVDs geschaut. Wenn ich alleine in meinem Bett lag und diese Filme schaute, habe ich mich ihr so nahe gefühlt. Es war meine Art, mit der Trauer umzugehen. Und ja, so entwickelte ich meine Begeisterung zu Liebe und Film. Oh Mann, das ging mir jetzt doch etwas nah. Lass uns bitte im Chat weitersprechen. Das hat ihr aber sehr gut gemacht, ne? Das ist schon so ein bisschen mitreißend gewesen gerade, ne? Ich habe dir von den Lippen gelesen. Ich habe mit dir gefühlt quasi, ja? Doch, das ist jetzt auch kein Scheiß. Das ist schon sehr traurig, ne? Danke, dass du mir davon erzählt hast. Gerne. Es fällt mir nicht leicht, mit anderen darüber zu sprechen. So schnell und unerwartet kann das Leben für immer zerbrechen. Aber ich möchte kein Mitleid, Tomji. Wir wollen das Leben feiern. Mir war es nur wichtig, dass du weißt, warum ich vorhin etwas harsch war. Also, als es um meinen Vater ging. Gibt es noch etwas, was du wissen willst? Eine persönliche Frage hätte ich dann noch. Mal gucken. Die persönliche Premierenfrage. Bist du eigentlich Single? Welche Hobbys hast du außer Filme? Musst du wirklich Sarahs Leiche identifizieren? Ja. Na komm. Bist du eigentlich Single? Darling, das geht mir zu schnell. Diese Frage kann auch nur von einem Kerl kommen. Wahrscheinlich war das jetzt sehr, sehr böse gemeint. Ja, ich bin Single, frisch getrennt sozusagen. Wer war denn dein Crush? Ex-Crush? Aber jetzt sollten wir uns erstmal auf die Morde... Ah, Danu, ich bin am Flirten! Du störst mich! So, da bin ich wieder. Also, Aloha. Wenn ich ganz ehrlich bin, das mit dem Polizeikostüm hat mir echt besser gefallen. Aber, was soll ich sagen? So hat dein Kind denn nicht geschrien? Fox Mulder is coming! Ja, aber jetzt sollten wir uns erstmal auf die Morde und diese Mary konzentrieren. Fox Mulder, als kennst du noch Fox Mulder, Digga. Danu, dein Plan ist entweder absolut Wahnsinn. Ich möchte gerne Dana Scully sein. Oder ein Geniestreich. Ich glaube, das wird klappen. Irgendwie schon gewagt. Kann dir auch ganz schön Ärger einbringen. Ich verstehe den Plan nicht ganz. Okay, lass uns mal das mit Ärger machen. Vielleicht ist es cool, ihn zu provozieren. Ja. Oh, das fällt auf die ganze Gruppe zurück, yo. Leute, ich bin Schauspieler.
Ich stelle mich einfach als neuen Mitarbeiter der Mordkommission vor. Das kauft mir Bennett sicher ab. Bei Supernatural klappt so etwas schließlich auch immer. Jo, das ist nicht Supernatural, das ist das reale Leben, Mann. Das ist auch eine fiktive Serie, yo. Fiktive. Fiktive. Mach dir doch nicht so ein Sam, Ben. Sonst bist du doch auch nicht so ein Schisser. Weißt du noch, unser Urlaub? Und sollte mir Bennett doch nicht glauben, dann verkrümel ich mich schnell wieder und bin ich weg, ja. Schon so ein bisschen risky, oder? Aber wenn einer es hinkriegt, dann unser Danu. Ich würde sagen, probieren geht über studieren. Danke, Mädels. Und Ben, vertrau mir mal einfach. Melde mich, wenn ich bei der Rechtsmedizin angekommen bin. Ja, Danu. Gewagt. Was nun? Was machen wir anderen? Lili und ich haben inzwischen etwas für die tote Mary nachgeforscht. Das wolltest du ja, Tom G. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Es war nur ein Vorschlag. Und was habt ihr rausgefunden? Joa, nö. Eigentlich bin ich ein Profi ist auch nicht schlecht. Wenn es darum geht, anderes auf Social Media zu finden, aber. Oder dort zu stalken, das mache ich immer gerne. Aber mit dieser Mary findet man echt kaum etwas. Tja, die kennt noch das richtige Leben. Das heißt, mit Leuten in Wirklichkeit sprechen, nicht schreiben. TikTok und Twitch hat sie nicht. Ihr Insta ist privat. Pech. Und auf Facebook hat sie ewig nichts gepostet. Oh, Alter, meine Stimme weg. Mein Augenlicht gehört nun ihm. Komisch, dass zufällig ein Post von Daniel hier ist. War ein wunderschöner Abend, Darling. Hä? Bild weg? Ratsch. Hä? Hallo. Ah, guck mal. Happy New Year, Leute. Freue mich auf spannendes neues Jahr mit vielen Reisen. Und immer wieder Daniel. Dieser Daniel ist gruselig, ne? So, wenn ich den so sehe, der könnte echt Autor sein oder sowas. Könnte bei Reality Games arbeiten. Schade. Fand den Anhaltspunkt nämlich echt gut. Wir wissen zwar noch nicht, ob es derselbe Täter war. Aber wäre schon interessant, ob sich Mary und Sarah kannten und ob es eine Verbindung zu den anderen Opfern gab. Oder allgemein Aris. Aber schon komisch, dass sie in den sozialen Netzwerken kaum aktiv war. Tja. Ich bin auch nicht wirklich aktiv auf Facebook und Co. Ja, sowas gibt es heutzutage kaum noch. Genau. Mache ich sowas nicht. Ich kann mich auch bei Instagram nicht finden. Hab ein privates Profil. Echt? Ich kann mir kein Leben ohne TikTok und Instagram mehr vorstellen. Du bist wahnsinnig, Lilly. Aber zurück zum Thema. Ich finde es auch super wichtig, mehr über Mary zu erfahren. Dafür müssen wir irgendwie Kontakt zu ihrer Familie aufnehmen. Wow. Das Kind ist gerade gestorben und wir lügen mal die Familie vor. Aber wie? Online haben wir nichts zu den Eltern oder Geschwistern gefunden. Jupp. Und eine Telefonnummer und Adresse steht da auch nirgends. Leute, dieses Mal habe ich eine zündende Idee, yo. Von einer Verbindung zwischen Sarah und Mary wissen wir. Der Täter. Okay.
Laut Zeitungsbericht gingen alle auf dieselbe Uni. Und? Das ist Jahre her. Außerdem war Jenny und ich auch dort. Jo. Aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus, jo. Sarah hat doch für Studentenzeitung geschrieben. Schlever. Und damit den Zugang zu Uni-Server. Alter, Uni-Server. Meine Fresse. Manche Worte, ne? Uni-Server. Zumindest hat sie immer davon erzählt, yo. Und dort sind die Adressen aller Studenten vermerkt. Du bist ein Genie, Ben. Man tut, was man kann, yo. So, was haben die Zeit? Oh, schon über 20 Minuten. Hab die Seite schon rausgesucht. Login. Da werden wir wieder hacken müssen. Was hilft uns das, wenn Sarah Zugang hatte? Kann sich noch jemand an dort einloggen? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Na, das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen, oder was? Yo! Das kriegen wir gehackt. Wir haben Hans an Bord, an die haben wir nicht. Nope. Die Uni-Zeitung war zu mir nicht nötig. War mir zu nerdig. Es wird Zeit, dass wir Feierabend machen, Alter. Ich krieg das nicht mehr geschissen. Ich leider auch nicht, aber... Sarah war super schlecht darin, sich ein Passwort zu merken. Was das anging, war ihr Hirn wie eine Siebe. Ja. Deshalb hat sie sich alle Zugangsdaten irgendwo auf den Handy notiert. Und da du nun ihr Profil hast, Tom G., könntest du dich ein wenig daran umgucken. Vielleicht findest du das Passwort ja. Genau, der Nutzername sollte klar sein. Fehlt also nur das Passwort. Okay, ich suche nach dem Passwort. Noch irgendwelche letzten Worte? Achso. Hab's da nicht gefunden. Ich dachte, ich krieg da... Profil, ne? Genau. Profil, Tomji, mein Instagram, Radar, Filmtage, Notizen, Zeitung, Bums, da haben wir es doch. Benutzernamen. Sarah Stiller. Ah! Ideen für Themen, vegetarisches Essen. Ja, der Benutzer ist klar, wir brauchen ein paar Passwort. Bernhard Krüger. Ah, Entschuldigung. Nochmal da, Notiz. Rhythmus, drei Monate, bla bla, bla bla, Einführung, Professor, Leitfaden, bla bla, auf dem Campus, bla bla. Cinemobbies. Passwort. Cinemobbies forever. Ah, wo komme ich zurück zum Chat? Wie heißt diese fucking Gruppe noch gleich? Cine... Oh, ficken. Cine... Mombies... Forever. Okay. Check ab, Digga. Moment! Also, Moment. Klappt leider nicht. Was? Guck mal in ihr Profil unter Notizen. Ich glaube, dort hat sie so etwas notiert. Digga, ich habe das dann nachgeguckt, meine Fresse. Ja, mach doch mal hin. Nicht das, Mann. Nicht das. Nicht das. Profil, Notizen. Passwort, Cinemombies forever. Na klar, Digga. Habe ich da irgendwas Verkehrtes reingehackt oder was? Nein, habe ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mich verschrieben oder so ein Scheiß. Mach mal hin da. Wenn die mit IE geschrieben, die Idioten? Kannst du so einen Scheiß auch merken, ey. Ja, werden sie. Entschuldige bitte, denk doch mal nach, Mann. Ihr seid doch in einer Gruppe, da wirst du doch das einfach ergänzen können.
Meine Fresse, Digga. Nein, das ist schon wichtig. So, wollen wir noch mal reinhacken jetzt. Sinne. Mom. Hätte ich auch oben abschreiben können, ich trottel, ne? Bis forever. Okay. Ja, ich hab doch okay gedrückt. Weg damit. Ja. Sekunde, ich tipp's ein. Ich konnte mich einloggen. Super, Tomji. Ich wusste doch, dass ich ein Held bin. Wenn wir dich nicht hätten! So viel Motor für so ein kleines Rad. So, Sekunde, ich schaue jetzt, ob ich Mary Kämpfe finde. Danke, Betty. Nice, wir kommen echt gut voran. So, ich wollte eigentlich mal Chico machen für heute. Muss mal irgendwie abtimen. Das ist ein Gesappel hier ohne Ende. Sieht gut aus. Mary ist noch im System. Ach, Mary. Wow, hör mal. Guck dir mal die Noten an. So, Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten und Verschuldigung der Stotterung. Also bis zum nächsten Mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.